Hallo und herzlich willkommen zurück zu der weiteren Folge von Shantae, Hashi no Hiro und hier seht ihr das anderes als davor, nämlich der Whisky Mode, als Queen's Quest auch genannt. Der wird später kommen, zurzeit ist er noch nicht verfügbar, also man kann ihn auch nicht kaufen, noch nicht. Es wird auf jeden Fall kaufbar, wie ich es gesehen habe, aber ich werde es wohl auch so tun, also who cares, machen wir einfach mal weiter. Und spielen ein bisschen Shantae. Ach, wollen Sie jetzt mal... Ah ja, stimmt, die waren ja... ich erinnere mich schon. Wer ist gestern gewesen? Oder vorgestern, keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir jetzt zu den Mermaid Falls. Diese Karte führt nach Mermaid Falls. Design? Sieht wohl so aus. Sei vorsichtig. Die Meerjungfrauen dort können sehr gefährlich sein. Besonders der Salzwassertyp. Die werden mir nicht zuvorkommen. Dies ist ein Wäscherski. Was ist hier? Ich bin die ganze Frösche. In einem Wort, so rum. Hallo, Mäpsen? Ach, das weißt du nicht. Wie traurig, deine Nachfolgerin natürlich. Was? Holly Ligabin, Halbgenie-Heldin. Aber du kannst mich Holly nennen. Deine Mutter war ein Genie? Das stimmt. Und mein Vater war ein Zauberer. Mal so rumlegen, magische Erzähler an der Halbgenie. Ha! Funktioniert das mit Babys nicht? Es war, sie hat meine Nase gestohlen und ihre eigenen Daumen entfernt, während ich zugesehen habe. Weil sie unser neues Chip-Genie ist, hätte ich gerne, dass du ihr kleine Einführungen gibst. Ich? Ein Ding, Bürgermeister. Ich bin mir sicher, dass ich auch ohne sie so euch komme. Ich mache mich da mal vermarkten. Ich kann nicht glauben, dass er das wirklich getan hat. Warte mal. Er hat mich einfach ersetzt durch diese riesige Pläne. Aber Robert, du brauchst dich da nicht so hineinsteigern. Davon abgesehen, bist du auf einer Mission schon vergessen? Hast du recht. Gut, auf nochmal mit Wolfs. Bis bald, los, Fink. Immer. Ja, ich soll hier ist ein bisschen behindert, aber who cares? Ich hab gesehen, ich bisschen viel. Das quasi doch nicht so komplett scheiße ist, aber schon ein bisschen scheiße. Naja, egal. Hit when to mumble. Sieht so aus, als wäre ich hier richtig. Dann letztes Mal, Polo. Ich schaffe das alleine. Dein Onkel ist aber anderer Meinung. Er hat darauf abgestanden, dass er eine Maschine entworfen hat, mit der er dich ersetzen kann. Na gut, machen wir uns an die Arbeit. Das Mädchen ist gerade schon meinte, dass die Einwohner hier reihenweise verschwunden sind. In meinem Moment sind sie hier und im nächsten Moment, puff, wohl das verschwunden. Verschwunden? Wie das? Es ist ziemlich offensichtlich, wer hinter dem steckt. Dann wird auch... Ich, Leute. Ich habe gelesen, dass wir von wunderschönen, aber auch heikel sind. In der Lauf wären von süßen, unschuldigen und bezaubernden Mädchen. Jungs, etwas mit Eifersucht zu tun haben. Gut, ich bin vielleicht als nächstes dran. Nein, nicht wirklich. Du warst schon weiblich. Nicht schon wieder. Was? Du grenzt mich aus. Ich habe mal eine Lieferung und plötzlich bin ich nutzlos. Schon seit unserer Kindheit bist du die Heldin und ich immer der Trottel. Ich habe Satan da unten in deinen Schatten zu liegen. Ich werde ein für alle Mal beweisen, dass ich genauso heldenhaft bin wie du. Hallo, komm zurück. Dieser Druck gibt es gar nicht. Ah, dieser Dummkopf. Er wird nicht mal 5 Minuten durchhalten. Oh, shit. Wegen Vertrauen. So, was haben wir nochmal? Wir haben nur die Erfahrungs, okay. Schwimmen, schneller. Und eine Krabbe. Und Schuss. Oh, die Gegner ist nervig, aber beste besiegen. Und Schuss. Guten Tag. Hopp.
Nein. Ich habe übrigens nicht mal geguckt, welche Maschine jetzt machen werden muss. Muss doch, müssen noch tun und so. Gedacht. Und tot. Aha, Alter, wir haben so gute Attack-Speed. Transform! Oh mein Gott, bin ungetroffen. Ich habe auch gemerkt, dass der Endgame-Song ein bisschen zu laut war. Trotzdem 50.000 Mal zum Track. egal. Jetzt sollte er viel leiser sein. Ist er auch eigentlich. Naja. Muss nachher ein bisschen gucken. Ich habe nicht keine Testaufnahme gemacht. Jetzt wird Einstellung, sollte auch alles gleich sein. So, übersteuern werde ich hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Wenn ich übersteuern muss, ein paar neu machen. Soll ich wieder von vorne spielen, so alles möglich, genauso wie den ersten Platz zu machen, aber das wird nicht passieren. Nein. Oh Gott. Lustig. Das sind meine richtigen Affentheater hier. Das kriegen wir schon. Ja, Gott. Zack. Ohne Ziege Plattform, denkt ihr euch erstmal. Aber es wird später so sein. Von 400% wird diese Plattform nicht sein. Ich weiß nicht. Wenn schon 400%. Also, I don't give a fuck. Geld. Oh Gott. Aua. Boostet. Wo war... Wo ist mir eine Meerjungfrau hin? Die Meerjungfrau, Mann. Bauberstube. Oh. Hallo. Tschüss. Schön abspeichern, nichts passieren kann, dass man das Spiel abschützt, was mir schon mal passiert ist. Sieht übrigens nach Achievement diesen Bereich und den, ja, nicht nur diesen Bereich des Levels, ohne von diesen Dingern gesehen zu werden. Weil, wenn man von denen gesehen wird, haben sie dann auch so bezeichnet. Sehen wird. War nervig, aber wenn man 100% hat, wenn man schon 100% hat, dann kann man die schon mal. Dann sind Passwords mit dieser einfach leichter. Und vor allem mit New Game Plus. Am Ende, wo man einfach alle verwenden muss. Da einfach das von Anfang an zu machen. Und das ist eigentlich auch mit dem Heldenmodus, wo man schon mit dem Helden ist. Und einmal durchgespielt hat. Gemacht, der so. Oh mein Gott, habe ich komplett vergessen. Oh nein, der muss Affe sein. Ich muss schon Affe sein. Eigentlich nicht. Kann ich auch weitergehen? Ein bisschen mehr Kunden. Mehr Kleingeld sammeln. Kleingeld! Okay, ist scheiße. Das ist ja scheiße. Na egal. Zack. Ja, man kann die auch töten. Und wir sollten schon mal etwas machen. Weil es wichtig für später ist. Nein, ich bin getötet, aber ich nicht. Richtig viel Story.
Oh, fuck. Ach, ja, schon. Bam. Bam. Oh, fuck. Nicht mehr Blut. Dun, dun, dun. Genau, diese Alligator-Sticks brauchen wir. Wir brauchen davon zwei Stück und die heilen einen einigermaßen gut. Also schon heftig, wie sie einen heilen. Vor allem im Early Game ist gut. Später brauchen wir sich etwas anderes nehmen. Alle Health Pushen hat, aber für den Anfang ist der Alligator-Sticks eigentlich sehr wichtig. Aber nur wenn wir mehr Leben hätten. Wir haben ja nicht viel Leben, wir haben nur zwei. Hier stand unser Leben, bräuchten eigentlich eine Endless-Item zum Heilen. Das heilt uns zum einen Herz, ein zukünftiges Item, was wir sogar in dieses Level zu 100% bekommen werden. Falls wir es nicht verkacken, beziehungsweise ich. Hier. Piu, 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 piu. Burn, motherfucker. Autsch. Ja, die machen einen so viel Damage. Und wir haben zwei. Leute, wir müssen uns erstmal wirklich sich um mich kümmern. Oh, hallo Bolo. Stopp. Oh, Motherfucker. Toll. Alles, was ich gut habe, kommt überhaupt da schon hin. Anscheinend nicht. Schade. Dann brauchen wir eine andere Fähigkeit dafür. War ich schon. Ich weiß schon, aber... für die, die es noch nicht gespielt haben, sage ich es noch nicht. Wir haben wenig Mana. Warten wir schon mal nochmal nach. Hier ist die einzige, wo es so gespannt wird. Immer schief und der bestimmt verstecken die vorbeilaufen. Und ist wie ich gerade reinlaufen. Ja. Achievement habe ich ja schon. in manchen Level findet man die, bei denen kann man Sachen kaufen. Fenster. Jetzt ist es wichtig, also meiner Meinung nach. Ah ja, nicht genug Geld. Müssen wir das Gold holen. Ah, fuck, ich wurde doch. Gibst du Geld? Nein, du bist kein Geld. Oh, aber Geld. Gib mir Geld. Ja, oh, du gibst kein Geld. Gib mir doch Geld. Ich brauche doch nur 7. Okay. Gut. Nun kommen wir zum Bereich, den ich anfangs nicht verstanden habe. Bis ich endlich bemerkt habe, man kann doch nach links oder rechts. Weil, wenn man die ganze Zeit stehen bleibt, kann man es eigentlich nicht schaffen, ohne getroffen zu werden. Und man muss es schaffen, ohne getroffen zu werden. Für Achievements. Für Achievements. Kein Geld. Und da hätten wir ein Item. Orange. Stellt ein Herz wieder her. Mehr macht das nicht. Und die Verwandlung, die ich mir geholt habe, die Triantanz, hat zwei Effekte. Beziehungsweise drei. Einmal, man bleibt viermal stehen. Also immer auf demselben Punkt. Bis man sich zurückverwandelt. Man ist in der Zeit, wo man verwandelt ist, komplett unsterblich. Deshalb, was man physisch braucht für eine spätere Sektion. Damit man die 100% tun kann. Als Herz aus Grünhalge, so etwas. Ei! Warum macht man so etwas? Oh Gott. Soll ich nicht mal auf Bildschirm gucken? Die Musik ist schon geil. Du.
Nein! War doch ein Violange! Ich hab keine Ahnung. Und, die Triantanz hat noch einen weiteren Effekt. Nämlich, lässt er diese Orangen fallen. Also, man kann bis zu 3 gleichzeitig fallen lassen. Aber wenn man die aufhält, kann man wieder neu. Ist angenehm. Sapphire spendet das Mana. Sogar einiges an Mana. Vor allem in Hardcore-Modus, aber, okay. Weil das ist auch das, was den Hardcore-Modus so schwer macht. Man kriegt doppelten Schaden. Die gehen halt mehr aus. Und, man hat größere Mana verbraucht. Hallo? Warum zu albern? Das war die verschwundene Mädchen, aber jetzt sind sie gefälschte Meerjungfrauen? Siehst du nicht, was hier los ist? Immer verwandeln ganz normale Mädchen in falsche Meerjungfrauen. Fälschung. Ich muss mich übergeben. Das ist ekelhaft, okay? Die gefälschte Meerjungfrauen werden als Dosen verpackt. Schwimmen die Suchschindler und landen dann hier. Aber warum? Und wir stecken da halt hin. Techno-Baron. Schon wieder verzählt. Wer stellt da mal in eine Konzentration? Das war ich. Ich habe in einer Meerjungfrauenfabrik die gefälschte Meerjungfrauen gesehen. Und jetzt werfe ich dich in den Fluss. Genau wie deine riesige Dosen. Und die werfe ich dich übrigens auch rein. Ach, so an meinen Techno-Quanz vorbeigekommen. Egal. Dieser Ort wirst du niemals Leben verlassen. Freu dich drauf, jetzt bei den Fischen zu schlafen. OMFG. Heilige Makrele, kein Wunder, dass die irgendwann angreifen. Hält ihr Königin, ich muss sie befreien. Die Gamma-Jungfrau, die bezaubernde Gefangene. Wirklich bezaubert. Papa. Die Phase ist sehr leicht. Einfach nur die Scheiße zerstören. Oh Gott, Laser. Natürlich nicht ausreichend. Jetzt kannst du ja treffen. Dreimal. Gott. Ah, boostet. Was kommt als nächstes? Und noch ein Laser. Laser! Nein, oh Gott, mega. Was kommt jetzt? Laser, wa? Oh ne, cool. Oh ne, nicht klein. Ich hab sie klein. Sehr genau. Wobei, in Hacker-Modus waren sie schwerer. Und schneller. Oh Gott. Ah, Verstrüppung. Da war in Hardcore-Modus, weil da ist so viel vom Hardcore-Modus. Easy. Easy every time. Ja, easy. Oh, du bist jetzt in Sicherheit. Oh no. Oha. Wie sie fühlt das? Bam. Beide Phase ist komplett. Ja, wir müssen nur Shit ausweichen. Und Spiegel wird sein, sich später zu treffen. Also no joke, weil man muss hochklettern und dann angreifen. Und sie schießt an der Seite Laser. Wir haben nicht das getroffen. Ich muss mal einen Fuck. Die Form etwas. Nein, ich bin nicht genug Mana. Okay, tschüss. Nicht genug Mana. Ja, man kann nur einmal probieren. Den treffen. Sonst ist der Kampf relativ einfach. Ich glaube noch ein Treffer oder so. Fuck. Oh nein, fuck, scheiße. Noch ein halbes Herz. Ah, welche Verrecken. Das sind vieles mehr Fans in der nächsten Folge von Dragon Ball Z. Warte, falsches Spiel. Fuck, noch Treffer. Nein, 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 nein. Oh.
Sterben. Okay, wo schießt hier bitte? Oh lol, ich sehe so erstmal das anders. Und wenig Leben hat. Was sie auch im vorigen spielen. Geil. Macht eigentlich das. Yes! Ich habe einen Doppeltreffer bekommen, weil ich hatte Angst. Sie ist down. Techno Baron, du krankes Monster. Du hast gefälschte Meldungen von verkauft. Heißt Dosenfutter für Monster? Hey, wir müssen auch etwas essen. Die Nachfrage war groß und das Angebot gering. Was hätte ich denn sonst tun sollen? Hätte ich diese Chance einfach nicht nutzen sollen. Ich bekam so viele Bestellungen, dass ich am Ende kein Echt mehr aufbauen mehr. Ich muss noch ein paar B-Wach-Produkte ausliefern. Und den Engpass Superpoll. Das ist alles. Ist einfach nur ein gutes Geschäft. Überlass dir das Geschäft. Bumm. Weggeklatscht. Sieht aus, als wäre es nicht die Mehrfrauen, die dahinter stecken. So, ich schätze, ich schulde euch da meine Entschuldigung. Es war falsch von mir vor, liebe Schüsse zu ziehen. Ich hoffe, ihr nehmt meine Entschuldigung an. Entschuldigung angenommen. Ich habe mich mit ihnen geredet, nicht mit dir. Wie auch immer. Ich hoffe, ihr könnt nun dann Freunde sein. Bring mir die Mädchen wieder nach Hause. Nö, ich stehe von dem Mädchen nach Hause. Tschüss. Ach, und wir kommen jetzt unsere zweite Fähigkeit. Wir kommen eigentlich nach hier, glaube ich, in der Fähigkeit. Doch der Genies. Willkommen im Genie-Reich. Nimm diese Verhandlung und trink ins Licht. Das soll ich mal sagen. Die Krampentanzbäume. Du nutzt diese Fähigkeit, um dich unter Wasser fortzubewegen. Drücke Y, um zu tanzen. Diese Verwandlung hat mehrere Vorteile. Erstens können wir unter Wasser uns fortbewegen und wir können uns unter Windschutzschild geben. Indem wir nicht getroffen werden können. Aber wir werden, falls wir getroffen werden, werden wir schon Punkt weggeschlagen, so wie ich es gemerkt habe. Also wir sind nicht unantastbar wie beim Triantanz, der da wichtig ist. Aber erstmal speichern. Ich bin froh, dass du die Sache wieder in Ordnung bringen konntest. Alle Mädchen wurden sich nach Hause gebracht. Das gleiche gilt auch für die Meerjungfrauen. Vergiss das nicht. Also, wie geht es mit deinem Dynamo-Frauen, Onkel? Aber alles wesentlich Einzelteile. Aber dem Hörbahn zufolge fehlen mir noch immer. Angefangen mit dem ich kann das Kammer zwar selbst herstellen, aber dazu benötige ich ein Stück Kupferherz. Kein Problem, ich finde das Kupferherz für dich, Onkel. Gutes Mädchen. Aber wo kann ich Kupferherz finden? Ich weiß wo, das ist nämlich eine lange Zeitquest. Bei Story Quest eher. Aber mehr fühlt sich an wie ein Zeitquest. Unsere kleine Küche macht die besten Desserts, aber ihr Restaurant wurde gerade von Piraten angegriffen. Bitte Hilfe, so schnell es geht. Warum wurde ich gespoilert? Ich habe gerade das Schwarm gesucht, was für ein Kachus, ein Ort, an dem man den Körper ansperren kann, während man es mit Schusslux regelt. Nicht für mich. Nein, Sir. Stärken musst du strikt an die und hartes Training verdient werden. Ich brauche Proteine. Nur das Ei eines Monster kann man Hunger stillen. Ja. Quest upset. So, wir gehen in den Shop. Und gönnen. Wird hier auch Medizin für Vogel verkauft? Mein Haus der Mr. McBakel hat mir auch Schmerzen. Wenn ich ihm doch nur ein paar Samen geben könnte. So, wir holen uns jetzt. Ne, wir uns wirklich nur gefunden. Genau. Und den Shampoo und genau noch. Ganz jung kommen. Ach, wir haben bin ich dumm. Dann ist aber noch Sturmpuff. So eine Art Mina hier. Wissen wir so was. So eine Wolke, die Elektrizität macht und wir können die auch weglassen.
So. Oh, kleines Mädchen. Meine Güte, ich habe das gewünscht. Süßigkeiten an. Aber die Skons sind voller Pyrophore. Ich würde ein Jahresgeld gegen ein ganzes Stück Gras. Das sollte das Karamell eintauschen. Woher bekommen wir gesalzenes Karamell? Ich glaube, die Küchen, wovon die eine geübt hat, wird wahrscheinlich ein bisschen helfen. Ab nach zur Hauptstraße. Weil es ist ja eine Stadt, ne? Und das gehört ja mit zur Stadt. Where to go? So. Ja, das ist einfach nur ein bisschen Backtracking-Action und so. Ja, jetzt machen wir einen Schaden mehr. Die Shampoo. Und diese Gegner sind ekelhaft. So, hier ist unser erstes Secret. Nein. Wenn wir schon hier reingehen, sollten wir, glaube ich, einen Herzcontainer finden. Jawohl. Ein Herz, Alter. Damit hört es schon sein Leben ein. Herz. Nichts Besonderes, aber auch etwas Wichtiges wie 100%, ne? Und transform. Ah. Das Feuer macht mich nervös. Und feucht. Ich bin nicht gesprungen. Ich hab keinen Sprung. Zack. Und gesniped. Oh Gott. Woher kommst du? Where they come from, where they go, where they come from, where I go. Oh, das ist gerade ein bisschen Kopf. Zack. Danke. Und weiter geht's hier. Ja, hier ist wieder auch ein Secret. In diesen Toren sind meistens Fähigkeiten oder sonstigen Scheiß. Und was halten wir hier? Oh, den grünen Stein. Der grüne Stein bewirkt, dass wenn wir die grünen Edelsteine anhauen, also Edelsteine von der Farbe grün, weil es ja kein Geld ist, dass dann zu Mana umgewandelt wird. Ich komme so, fuck. Ja. Oh, scheiß Piranhas. Die Sternenhus machen keinen Schaden, aber dafür verlangen sie Amnesionen und gespringen weniger. Also, nicht so geil. Und wir können uns, glaube ich, nicht verwandeln. Sagen wir so, irgendetwas machen. Magie benutzen oder so. Au! That hurt a lot. Ich weiß nicht, hat gar nicht wehgetan, aber was nicht wehgetan. Wahrscheinlich wegen meinem Bikini. Weil die machen mir nur so ein Achtel Herzschaden. Hier war ja das, wo noch nichts geht. Haha, ich habe ja das gemerkt. Wir brauchen nämlich später Fähigkeit, damit wir da unten etwas finden können. Oh nein, da unten ist etwas. Was soll das? Scheiße, ne? Nee. Ich hab's schon alle gezeigt. Aua! Ich weiß gar nicht, ob hier etwas war. Nee, hier war nichts. Ups. Zack, 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 zack. Und zack. Easy. Easy every time. Oder die mit den Molotovs. I'm ready to go. Zack. Und zack, zack. Einfach ein bisschen suchen. Wo auch immer die Küche sein werde. Sein wird. Die haben wir eigentlich schon gesehen. Nämlich dies. Da oben. Yo, what's up?
Ja, lange nicht gesehen. Aber vor kurzem ich habe so kurz ein Pistolen geöffnet in der Regierungsstraße. Wer hätte gedacht, dass er mal Flusssackschrank bleibt. Wenn ich die nicht loswerden kann, bekomme ich auch keine Gesundheitsverfassung. Würdest du die 30 Paten, die sich in meinem Sturm verstecken, für mich zu Stücke bringen? Ja, der Friedmiss ist das Gebäude mit den drei großen Fenstern. Jo. Kein Ding. Oh Gott, hat das Bändchen noch mal voll. Hier wird ja mehr gespannt als ein Auto Rapid Fire. Lol. Aua. Zu dir. Dankeschön, tschüss. Und hier finden wir unsere nächste Fähigkeit. Nämlich die Affenkugel. Was können wir damit machen? Während wir in der Affenverwandlung sind und dann an der Wand hängen, können wir, wenn wir in die gegengesetzte Richtung von der Wand und den Angriffsknopf drücken, können wir einfach davon abspringen. Ganz einfach. Nichts Besonderes. Hilft einfach nur an mehreren Stellen. Und hier bekommen wir einen weiteren Herzhalter. Damit haben wir unser Herzen jetzt schon auf 4 erhöht. Geil, ne? Oh, ich hab dies gesehen, was du für einen Stamm bewirkt. Idiot. Easy game. Ah, fuck it. Na gut, wir machen kein Damage. Und wir haben unsere Gesundheitszulassung. Ah, fuck. Und zack. Gut, das ist doch nicht einfach eine glänzende neue Gesundheitsverbesserung. Glück, ich bin wieder im Geschäft, Baby. Ja, ich will, dass du sie bekommst. Ein gesalzenes Karamell. Salz. Als ich im Ausland die kulinarischen Künste studiert habe, das war nicht mein eigenes Rezept für gesalzenes Karamell. Ich nenne es Caramello Papa. Das war jedem von meinem Hund Bubblebar. Es ist ein Hundes... Das bist du! Jetzt, wo ich die alten Teile gekannt habe, verstehe ich es. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob das Spiel jetzt noch Let's Play werden, aber ein Risk is Revenge, also das zweite Chantier-Spiel, was es gibt, ist die Köchin, die einem zum, hilft, damit zu den ersten Dungeon zu kommen. Weil damals war es noch so komplett The Legend of Zelda-like. Hallo Clemens. Ja, das ist ein gesalzenes Karamell, das bekommst du jetzt. Und gib mir dein schönes Essen. Ach, ich bin mir ganz sicher, bekommen wir das schon? Nee, wir können es noch nicht. Wobei, wir können es schon, glaube ich, bekommen. Ich werde das gucken, weil. Beziehungsweise das gucken. Wir werden schon etwas rausgehen. Hier ein bisschen Backtracking machen. Bevor wir zum Ende gehen.
Also eigentlich wollte ich, was mir immer dran gedacht ist, erstmal mir ein bisschen durchspiele bis zum letzten Level und dann erst alles hole. Wir können jetzt schon einfach. Hier die Versunken sehen brauchen wir bis 100% mehr. Ich werde versuchen beide zu sein. Fuck. Von diesen Gegner bekommen wir sehr häufig Monster, ja. Häufig, aber nicht immer. Warte mal, wer ist denn so ewig zurück? Idiot. Wir brauchen nämlich eine Verwandlung, die optional ist, aber die brauchen wir in Craft 100%. Und die brauchen wir, um etwas zu bekommen, ein Item, damit wir eine neue Verwandlung bekommen, die sehr wichtig ist. Auch fürs Spielgeschehen generell. Ja, wir Monster, was wir viel Zeit was brauchen. Also wir brauchen auf jeden Fall das, die eine Verwandlung, aber wir brauchen sogar, glaube ich, wir brauchen sogar eine etwas spätere Verwandlung. Also etwas für diese Verwandlung, die ich noch nicht spoilern werde. Hallo alter Sack. Du bist alter Sack. Hallo Fotze. Übrigens, wenn man die angreift, geh mal selber schauen. Wird mal aufpassen. Wir wollen hier nicht ins Wasser gehen, weil dazu brauchen wir etwas. Wir noch nicht erreichen können. Weiß ich schon. Wobei wir können schon eigentlich eins von der Quest nehmen, was wir für die Story brauchen, wollen kommen. Aber nee. Das. Wenn, dann hole ich alle gemeinsam. Also, was ist denn wenn? Wenn ich dahin komme, schon ja, aber dann hole ich alles gemeinsam. So, der Grund, wozu die Affenkugel so wichtig ist, ist, sonst können wir das eine, die eine Verwandlung nicht bekommen, die wir jetzt bräuchten. Ach, nee, noch nicht, okay. Warte. Damit können wir, was den Dennis support, gleiten! Ja, gleiten. Und das war's. Mal können wir in diesen Level. Erstmal Benny in diesen Level holen. Mit dieser Verwandlung sollten wir dann eigentlich hier ein bestimmtes Item bekommen, mit dem wir dann bei Mermaid Falls wieder etwas erreichen können. Geil, ne? Ja. Ach, scheiße, dass wir noch keinen Warp-Trans haben. Hätte ich meine schnell holen sollen. Fuck it. Egal. Also wenn ihr braucht schon einfach. Aber mit dem Warp-Trans können wir uns einfach im nächsten Bereich rein warpen. Ist sehr gut fürs Backtracking, aber naja, egal. Jetzt eher eintauschen. Weil man kann zwei Zauber eintauschen. Aber man kommt einen broken Zauber in einen nutzlosen Zauber umtauschen, wenn man ein Set of spannenden Zauber in ein Money Making Zauber, also das ist die Zauber, Tanz, ja, alles Tänzer, weil ich eher nicht Tanz nennen will, weil hier wurde sehr vieles von dem ersten Shanty-Teil weggenommen, was man als Tanz bezeichnen könnte.
meine sogar, dass wir uns dritten Tanz genommen als vom dritten Tanz vom zweiten Spiel genommen als Tanz bezeichnen. Ja, halt die Fresse. So, jetzt sind wir hier wieder. Springen. Müssen wir kurz hoch, wieder zu Küchen. Und hier um den Fledermaus. Ich hoffe, es funktioniert. Das habe ich nämlich noch nie so gemacht. Ah, ist der Knopf, ist der Knopf. Ja, das hat ihr jetzt gesehen. Da ist etwas Wichtiges drin, was wir brauchen werden. Ja, nur ein bisschen höher kommen. Wie kommen wir ein bisschen höher? Gibt es so eine höhere Plattform? Ich glaube nicht. Ja, schade. Schade, ich dachte, wir müssen schießen, aber geht wohl nicht. Dann hat die ja ein bisschen Zeit verschwendet. Naja, ich hoffe, ihr könnt mich verzeihen, denn das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Dann und schön. Was ist? Wir beleidigen wir. Oh, guck mal, es fängt sogar an zu legen nach was. Bye.